Oh, hallo zusammen, willkommen zurück. Wir haben bereits Tag 12 auf der 500er Karte hier mit unserem Kollegen Isco, dem mächtigen Isco in Pennsylvania. Und ja, was ist hier passiert? Wie wir sehen, ist Paul King fast weg. Wurde von Südkalifornien, Entschuldigung, er ist ja Südkalifornien, wurde von Coahuila fast komplett aufgefressen. Es ist nicht mehr viel von ihm übrig. Er hat noch einige tausend Mann und ein paar. Aber generell ist er schon fast weg und wie viele Provinzen hat er denn noch? Immer noch 20 Provinzen, aber dann ist er endgültig Geschichte. Coahuila hat den aufgefressen, trotz dem ganzen Support, den er aus Europa gekriegt hat, dann Ressourcen. Und das gibt es hier noch. Forrest Gump in Alabama, der ist voll unterwegs. Hier 62 Provinzen hat er auch schon. Krieg gegen drei Länder derzeit. Gegen Wisconsin. Gegen Wisconsin, okay. Okay, alles klar. Belleville, Virginia ist hier auf jeden Fall schon mal am Fallen. Und hier ist noch South Carolina. Ja, auf jeden Fall ist der auch mächtig gewachsen, genauso wie Pennsylvania. Pennsylvania hat gegen zwei Länder, auch gegen Wisconsin und Montreal. Wisconsin hat ja bei uns noch ein paar Provinzen, ne? Hat hier eben die Stufe 5 Festung. Hier hat er eine Stufe 5 oder Stufe 3 war es zuletzt, sorry, vielleicht hat er es weiter über Stufe 5, Stufe 5. Das heißt, wir können ihn noch nicht angreifen. Dazu kommen wir aber gleich. Immerhin ist hat er die Provinz hier verloren. Und alle anderen Gebiete, die wir so eingeheimst haben und seine Einheiten vernichtet haben, hat noch diese vier Provinzen. Er ist noch keine KI, aber sollte demnächst so KI werden. Wir haben aber inzwischen, es ist ja Tag 12, unsere ersten Artis bereit, Leute. Hier sind die auch schon bereits unterwegs, beide hier Richtung Norden an diese Provinz, damit wir hier diese Stufe 5 Festung langsam aber sicher niederballern. Demnächst werden noch ein paar Artis fertig, wie ihr seht. Hier in der Provinz Colby wird in 1 Stunde und 14 Minuten noch einer fertig. Hier in 7 Stunden 8 und hier in 8 Stunden 50. Und die werden auch alle dahin geschickt, um nach wie vor oder nach und nach diese Gegner hier zu vernichten. Wir bauen jede Menge Zeugs nach wie vor, jede Menge Eisenbahnen und Fabriken, damit unsere Produktion mehr steigt und auch mehr Artis produzieren können mit der Zeit. Das ist ganz wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Und immer wenn hier so eine Festungsstufe 2 oder was fertig wird, wird auch tatsächlich direkt eine Artis reingestellt. Allerdings haben wir gar nicht mehr so viel Öl, denn unsere Ressourcenlage schaut leider immer noch sehr schlecht aus. Wir haben minus 189 gesamte Nahrung, wobei das geht einigermaßen. Denn Kohle musste ich ein bisschen was nachkaufen, weil wir waren schon auf 8000 runter. Glaube, ich werde noch ein bisschen mehr in Öl gehen hier stattdessen, damit wir mehr Kohle verbrauchen. Das reicht ja für einige Tage hier und Öl brauchen wir sowieso demnächst für die ganzen Artis und so weiter. Und auch für die Fabriken natürlich. Ne? Baue auch schon hier eine Eisenbahn jetzt sicherheitshalber und hier auch, damit wir eben unseren Defizit ein bisschen verkleinern können. Ich glaube, ich werde hier auch mal eine Eisenbahn reinsetzen. Dann haben wir hier überall Eisenbahnen, können uns ordentlich bewegen und ja, und vor allem haben wir dann genug Sachen. Ah, ich sehe gerade hier Stufe 3 Fabrik, dann Stufe 4 und dann Eisenbahn. Haben wir schon gewundert, wieso hier noch keine Eisenbahn existiert. In unseren alten Gebieten ist sonst fast überall eine Eisenbahn, außer auf die zwei Nahrungsprovinzen und hier die natürlich auch nicht, ne? Aber sonst haben wir fast überall Eisenbahnen. So, in den neuen Robotengebieten natürlich noch nicht. Da haben wir noch nichts in die Wege gesetzt, weil es ist fraglich, ob hier nicht die KI uns diese Provinz streitig macht oder nicht. Ich werde aber tatsächlich hier auch schon mal eine bauen, weil es sollte eigentlich einigermaßen sicher sein. Notfalls kann ich noch ein bisschen Hilfe schicken aus anderen Provinzen, weil die auch wirklich weit weg sind. Aber bis der Gegner hier rüber marschiert, dauert es eine Weile. Mehrere Stunden hier. Geschweige denn, da ist er fast den ganzen Tag unterwegs oder jedenfalls 15 Stunden oder sowas für diese lange Provinz. Und wir haben hier auch noch Kräfte übrig, also sollte das kein Problem sein. Genau, die Artis werden sich hier sammeln und werden dann hier erstmal auf diese Provinz ballern. Das ist eine Nahrungsprovinz, ist nicht ganz so geil, aber hier ist eine Doppel-Ölprovinz in Sparta, das ist natürlich super wichtiges. Und danach wird eben noch die Hauptstadt eingenommen. Das ist der Plan. Ich sammle mich hier übrigens hier an der Grenze zu dieser Koalition, denn die haben gesagt, also der hier hat mir angeschrieben, dass er inzwischen der Leader ist, weil alle anderen inaktiv geworden sind. Wenn wir mal gucken, 6 von 7 Leuten. Fortimo hat sich den angeschlossen. Der Kollege hier im Norden, der Pepper, 8979. Der
Hat sich ja die ganze Zeit bei uns in der Koalition beworben, aber irgendwann hat er gemerkt, okay, die wollen mich nicht. Also hat er sich denen angeschlossen, wobei da die meisten inaktiv sind. Wir sehen Heronbey noch da, Eskimo Point, Bot Enterprise, Aklavik. Bot Enterprise ist inaktiv. Fort Eskimo Point ist inaktiv. Heronbey ist der hier noch. Also die drei sind aktiv. Und ich glaube, alle anderen waren inaktiv, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wo war denn Aklavik nochmal? Irgendwo hier war Aklavik, oder? Die ist jetzt gerade auf Anhieb nicht. Vielleicht entdeckt ihr ihn schon, aber auf jeden Fall, der ist, glaube ich, auch inaktiv gewesen, oder? Ach, gucken wir doch mal hier. Weil ich so neugierig bin, muss ich das wissen. Der Sick Boy. Das ist Aklavik, der ist schon fast weg, scheinbar. Okay. Ja, der hat Krieg gegen zwei Länder, wird gerade auch gefressen dort. Danach ist wahrscheinlich Fort Enterprise, dann gegen Nordalaska hat er keine Chance. Was ist das denn für eine Koalition? La Muerta. Nordalaska, Zentralalaska und Koriaken sind da dabei. Also Nordalaska, Zentralalaska und Koriaken, wo die auch immer sind. Ich glaube, die sind irgendwo in Asien, oder? Auf jeden Fall wird fleißig geschrieben. Wo ist denn Koriaken? Das sind jetzt auch. Sorry, Leute. Bin da doch zu neugierig. Ah, genau. Das ist hier, ja, Kamtschatka und so weiter. Das sind die Koriaken. Okay, alles klar. Habe ich noch nie gesehen, dass die performt haben. Interessant, was gibt es eigentlich so diplomatietechnisch so Neues? Böhmen auf Platz 1, 158, Westperu, unser Kollege 124 inzwischen, Steiermark 106, Hoahuila 102, Hüburg 93, Robbergalf, unser Kollege in Australien 83, Westungarn, Pennsylvania, also hier Isco, ne? Tartampazien und Alabama. Also unsere Kollegen sind alle sehr gut am Start. Südperu ist noch dabei mit 43, der hat gar nicht so viel und wir haben nur 38, wir haben noch weniger. Wir sind das schwächste Mitglied in der Koalition, allerdings haben wir hier einen aktiven Gegner noch. Der hier ist auch noch aktiv. Jetzt haben wir noch eine Grenze zu einer neuen Koalition, die sich mit uns verbünden wollen. Also die haben mich gefragt, ob wir Krieg führen müssen, ob wir irgendwie eine Kooperation machen können. Hab darauf noch nicht geantwortet. Und ich sammle hier dafür aber Männer. Das heißt, sie sollten eigentlich demnächst den Braten riechen. Ich habe hier immerhin schon mal 198,8. Stärke, jetzt kommen nochmal drei Panzerwagen dazu, dann nochmal drei Panzerwagen und dann werde ich hier wahrscheinlich angreifen. Mal schauen, wie das läuft. Bin mir noch nicht sicher, ob ich wirklich hier, weil es ist ja doch, die zwei Mann sind ja doch beieinander. Der hat allerdings nicht so viele Provinzen, hat schon 60.000 Mann verloren. Wie viel haben wir eigentlich insgesamt verloren? 35, also viel weniger. Und sollten eigentlich armeetechnisch überlegen sein. Wir haben 289 Einheiten momentan. Und er hat jetzt nicht so viel, ja. Also, wenn ich diese 14.000 Mann oder beziehungsweise 13.000 Mann plus eine Kavallerie plus ein Panzerwagen vernichte, dann habt ihr hier schon mal eine Lücke wahrscheinlich. Und der hier hat ja noch einige People hier am Start. Wir sehen 53 Einheiten im Moment. Da kommt aber noch was nach. Er hat aber auch sehr viel verloren hier, 101.000 Mann. Also sollte er auch nicht mehr so viel übrig haben. Jedenfalls hoffe ich das. Ich bin mal gespannt, was hier noch alles sich nach Süden bewegt. Ich werde vielleicht noch ein paar Stündchen abwarten und dann entscheiden, ob ich ihn hier angreifen werde. So, gucken wir in die Zeitung nochmal kurz. Sorry, ich musste was trinken. Wir sind auf Platz 10 der mächtigsten Armeen der Welt. Und wir sehen jetzt niemanden von den Gegnern da natürlich, weil die sind auch zu schwach einfach. Also zu wenig Provinzen. Wir bauen ja jetzt immer mehr auf und jetzt, wenn wir mehr Artis haben und hier ein bisschen die Festung runtergeballert haben, haben wir in der Gegend auch nochmal mehr Mannstärke. Notfalls kann ich ein paar Artis auch nach Norden schicken, um Festungen runterzuschießen. Werde versuchen, aber die stärksten Armeen hier von denen rauszunehmen. Hier hat er immer eine 80 Stärke oder eine Defensive. Wir haben aber jetzt schon knapp 200 Attack. Das heißt, diese Einheit sollte als erstes fallen. Allerdings sind da nochmal 11.000 Mann im Hintergrund, die auch noch mal helfen können, eben uns da aus dem Weg zu räumen. Deswegen ist es nicht ganz so easy. Ich warte mal, bis die Panzerwagen hier da sind in 4,5 Stunden und dann werde ich höchstwahrscheinlich hier zuerst angreifen und nicht hier, weil der Gegner ist wirklich ein bisschen viel schwächer. Wenn ich dem hier seine Hauptarmee oder was auch immer das hier ist vernichte, dann hat er diese 19.000 Mann, 29.000 Mann, sorry, das sind natürlich auch nicht ohne, aber dann sollten die eigentlich weniger Probleme bedeuten. Ja, dann würde ich mal sagen, habe ich genug gequatscht. Tag 12. Jetzt wird es spannend. Jetzt gibt es Artis, Leute. Das Mitgeben hat begonnen. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.